Es gibt gerade eine schöne Aktion von RF4. Es gibt mal wieder ein Forums-Wettbewerb sozusagen. Fange eine Barbe mit einem Gewicht von 6,767 Kilo. Na, nichts leichter als das. Das machen wir doch mal eben. Wir haben heute schon ein schönes kleines Turnier gemacht hier im Livestream. Und ja, eine Barben-Trophy wurde auch schon gefangen. Und ich teste jetzt nochmal auf Barbe hier. So, nochmal an der Stelle, wo auch ganz gut die Barben reingingen. Allerdings nochmal komplett mit Boilies. Denn man findet natürlich auch immer wieder, ich glaube, ich habe gerade was verscheucht. Man findet natürlich auch immer wieder die Barben, ja, entweder mit Tauwurm ganz gut. Klappt tatsächlich immer wieder ganz gut. Da hatte ich auch meine Albino-Barbe mal wieder. Oder natürlich mit Maikäferlarve und Ähnlichem. Aber Maikäferlarve und Co. ist für mich persönlich einfach ein bisschen zu wertvoll für eine olle Barbe. Ja, man hat schon eine wirklich gute Chance, damit die Barben zu fangen. Auch wirklich gute Größen damit zu fangen. Ich teste es jetzt heute mal mit der Köderkombi und Futtermische, die an für sich ganz gut für die Barbe so funktionieren sollte. Denn das Teil funktioniert auch immer mal wieder ganz gut für die Aralbarbe. Und vielleicht geht ja da drauf auch mal die Albino-Barbe. Die dürfte doch gerne mal reinballern. Schön als Trophy. Wenn man mal in die Rekorde reinschaut und das natürlich auch am besten in die wöchentlichen, dann sehen wir hier die Köder-Kombi. Flusskrebs 14, Rabbe und Muschel. Also wir sind hier immer wieder ganz gut dabei mit dieser Kombi. Natürlich auch hier mit Maikäferlarve. Aber eben hier, ne, einmal jetzt gedreht, Flusskrebs einmal oben, Flusskrebs einmal unten. Also die beiden Pellets. Und die sind drin bei der Albino-Barbe. Die normale Barbe interessiert mich gar nicht so sehr. Ich meine, jetzt mal eben schön die größte Barbe zu fangen. Oder einfach mal so eine 6,767 Kilo schwere Barbe zu fangen. Das wäre natürlich schon irgendwie ganz cool. Aber mir ist ja eigentlich wichtig, hier einfach nur eine Albino-Trophy zu fangen. Das ist für mich das A und O. Darauf kommt es an. Gucken wir mal. Zuppeln wir mal so ein bisschen noch. Und deswegen gehe ich jetzt hier einfach rein mit den Boilies. Und wenn das läuft mit den Boilies, also ohne Flachs, also wenn das jetzt so einigermaßen gut läuft und man kann sagen, okay, diese Köder-Kombi ist schön solide für Barbe. Ja, gewichtsmäßig gar nicht verkehrt, dann stelle ich mich hier einfach hin. Regelmäßig. Einfach immer mal wieder schön hier, zack, auf Barbe und ziehe das hier einfach durch. Immer mal wieder schön hin. Irgendwann wird es schon reingehen, genau wie das war mit der Aralbarbe. Wenn das halt nach Monaten und Jahren dann irgendwann mal klappt, dann klappt's. Also einer der wichtigen Spots. Wir hatten ja auch verschiedene andere Spots. Ich bin jetzt hier auf 55, 63 als einer der Standardspots. 44, 50 hier unten natürlich noch und ansonsten 55, 31. Das sind eben hier unten die 1, 2, 3 wichtigsten Standardspots. Dann gibt es noch eine Stelle hier vorne. Ich glaube, ich laufe da nochmal eben hin, wo man daneben wirft. Wir gehen da gerade nochmal eben hin. Das ist nicht weit weg von hier. Okay, ich glaube, wir können gehen. Und dann wirft man da vorne an diese Schilfinsel. Da hatte ich auch schon eine Trophy gefangen. Auch gar nicht so lange her. Ging tatsächlich ganz gut. Da muss man bloß so ein bisschen komisch durchwerfen. War das hier? Ich glaube, hier. Oder wirft man hier so durch? Man kann, glaube ich, auch hier so durchwerfen. Oder hier so rüber. Ich glaube, hier war das. Genau, hier war das. Also an dieser Stelle 66... 60, nennen wir es einfach mal 66. 60, wenn es die 61 ist, ist es die 61. Aber so in diesem Bereich. Und dann eben da genau quasi hier neben diese Schilfkante, also direkt daneben werfen. In diesem Bereich, wo jetzt hier eben die hellen Blätter sich reflektieren. Also da wollen wir dann reinwerfen.
Ja, von der Entfernung her müsste ich es tatsächlich selber nochmal ausmessen. Testet es einfach selbst von der Entfernung, wenn man daneben landet. Und wenn das halt ein bisschen mehr oder weniger ist, dann ist das schon der richtige Bereich. Also auch da auf jeden Fall nochmal testen. Gerade nochmal eben gucken. Wir gucken mal genau hin. Und auf der Map. Und ja, es ist genau neben dieser... Naja, ich würde sagen, hier irgendwo geht diese Schilfkante. Es ist hier in diesem dunklen Bereich. Also nicht daneben, sondern hier in diesem dunklen 3,5 Meter Bereich. Auch nochmal einen Spot auf jeden Fall nochmal testen für die Barbe. Und ob das eben jetzt dann so klappt. Ja, also für mich jetzt auf jeden Fall in Zukunft eine feste Angelegenheit hier. Immer wieder das mit diesem eigentlich schon recht guten und bekannten Standard Köder zu testen. Variationsmöglichkeiten bestehen eigentlich nur noch im Dip. Wenn das läuft, möglicherweise auch nochmal in der Größe der Pellets. Da könnte man maybe vielleicht nochmal ein bisschen größer reingehen. Ansonsten vom Dip gibt es diesen und natürlich diesen. Also Fisch und Krabbe oder den Flusskrebs. Ist das richtig? Genau, Flusskrebs als Dip oder Fisch und Krabbe. Und das sind die Variationsmöglichkeiten. Na, zieh ran hier. Komm. Und dann müssen eben die Barben reingehen. Ja, größenmäßig bin ich komplett zufrieden. So, 21 Meter natürlich raus. Wir haben da hinten eine Muschelbank. Habe ich schon in ganz vielen Videos gezeigt, wo sich die genau aufteilt, wie die sich da lang krümmt. Also in dem Bereich ist eine Muschelbank. Das heißt, wir werfen da auf die Muschelbank mit diesen fischigen, muscheligen Ködern. Vielleicht auch Krabbe, Muschel, Soluble mal testen. Könnte durchaus auch gehen. Und vor allem mal die Bremse ein bisschen hochziehen, Alden. Dann kommt der Fisch auch schneller ran. So. Also, bevor wir jetzt hier die letzte Futtermische rausschmeißen, die ich auch gleich nochmal nachbaue, gucken wir mal kurz rein. Und dann baue ich mir nochmal einen ganzen Haufen Futtermische nach. Sehen wir das hier? Warte mal, Detail. Machen wir mal so. Also, wir gehen natürlich auf Barbe. Dementsprechend sieht dann die Futtermische natürlich aus wie die Original-Barbe-Futtermische. Mit Sonnenblumenkerne, mit Fliegenmade, mit Lehm, damit das alles schön auf dem Untergrund ist, damit die gründelnde Barbe Dr. Zoidberg-mäßig schön auf dem Grund ist und dann an der Futtermische rumnascht. Dann haben wir hier noch Krabbe drin, weil wir das ja als Köder haben. Und wir haben hier jetzt gerade noch Muschel, Krabbe und Muschel nochmal mit drin. Jetzt heißt es natürlich nochmal ein bisschen Variationen mit reinbringen, vielleicht mit den Krabbe und Fisch oder solchen Komponenten, das nochmal umändern. Ich gucke mir das gleich nochmal an und baue auch nochmal eine Futtermische zusammen, exakt quasi jetzt für diese Köderkombi. Also Krabbe haben wir ja drin, Krabbe und Fisch und Flusskrebs, das wollen wir jetzt hier eben nochmal schön in die Futtermische packen. So, Barbe groß mit Krabbe heißt das Ganze jetzt. Also, das ist jetzt die Futtermische, die ich gerade fertig gemacht habe. Zweimal Crushed Boilies mit drin. Also, einmal Flusskrebs 24, gibt es leider nur in so riesig groß. Crushed Boilie, dann Krabbe, Muschel, Soluble. Und dann haben wir hier die Krabbe-Muschel auch nochmal mit drin, als Soße sozusagen. Und Fliegenmade und Lehm nochmal mit drin. So, das haben wir hier drinnen. Das stellen wir jetzt her. Das Ganze kann ich dreimal herstellen. Ich habe jetzt dreimal die Boilies crushed. Das Ganze ist gar nicht so günstig. Also alleine diese Boilies halt zu kaufen, das kostet alles. Also die ganzen Komponenten sind schon recht teuer. Aber von nichts kommt nichts. Ne? Irgendwie muss man ja die seltenen Fische auch anlocken. Hier, Barbe groß mit Krabbe. Und dann stellen wir das Ganze jetzt dreimal her. Und dann habe ich erstmal für die Zukunft ausreichend Futtermische für die Barbe hier an der Stelle. Und werde dann weiter schön eben auch hier mit der Futtermische weitermachen und weiter testen. Na guck. So, also, ich bin bisher, naja, also ich weiß ja, dass hier ein bisschen was geht. Auch wie gesagt auf die Naturköder. Ich bin bisher schon ganz zufrieden, dass die Barben sofort so einsteigen von der Größe. Das passt soweit.
Auf die Naturköder ging es los mit 400 Gramm oder sowas oder 700 Gramm, sehr, sehr klein. Und sehr, sehr, sehr viele Brassen die ganze Zeit dabei. Das ist natürlich uncool. Aber wenn das so schon losgeht und wenn man eben nebenbei einfach noch ein paar Karpfen fängt, dann ist das ja auch alles gar nicht so langweilig. Also man steht hier schön mit einer Boilie-Kombination, die nebenbei vielleicht auch noch sehr gut Barben fängt. Und dann auch noch irgendwann die Albino-Barbe. Aus Versehen. So ist das gedacht. Und wenn das so läuft, bin ich doch ganz zufrieden. Also immer mal wieder hier schön auf Barbe gehen, ein paar Karpfen rausziehen und mit Glück irgendwann eine Albino-Barbe mit dabei haben. Das wär's doch. So, Alten, jetzt geh mal ran. Mal gucken, was hier reingeht. 2,7 Kilo hatte ich im Turnier heute mit der Albino. Ist okay. Auf dem Tauwurm, einfach nur für einen Tauwurm, ist das gar nicht verkehrt. Ich hatte das, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal gezeigt. Das war dann der letzte Spot unten hier auf 55,31. Auch übrigens nur mit Tauwurm. Allerdings da mit einer etwas anderen Futtermische natürlich. Aber sollte auch immer mal wieder da noch funktionieren. Na guck, also es zuppelt sich hier richtig schön ein zurecht. Aber vom Gezuppel her klingt das fast eher wie Amure, ne? Und da geht er jetzt rein. Jetzt hängt er doch dran. Eieiei, irgendwas Kleines, was ich nicht entscheiden kann. Vielleicht ein Rotauge. Das wär's doch. Viele Karauschen wurden auch heute gefangen. Ne, die kleinen Schubbis. Ich mache mal hier jetzt direkt die neue Futtermische drauf. So, Barbe groß mit Krabbe. Direkt wieder raus damit. Auf die 21 Meter da über die Schilfkante knapp drüber. So. Und ist da auch was drauf? Da ist auch irgendwas Kleineres drauf. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ja, jetzt heißt es einfach wieder weitermachen. Testen, testen, testen. Vor allem auch Geduld haben. Und dann eben hoffen, dass irgendwann hier was reingeht. Ja, und im Idealfall fängst du eben auch noch eine schöne, passende Barbe für das Forums-Event. Das wird auch nicht so schlecht. Und kannst dann auch noch schöne Preise absahen. So, zack, wieder raus damit. Ich mache jetzt hier weiter. Toi, toi, wenn es geholfen hat. Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Wettangeln am Freitag. Jeden Freitag ab 19 Uhr live auf Twitch. Bis dahin.